Hallo, mein Täubchen. Schön, dass ihr hier seid. Ich habe euch schon erwartet. Und Musik aus, bitte. Wie konntet ihr mich nur so lange warten lassen, ihr Schlingel? Wie taktlos. Und was habt ihr dabei für einen Aufruhr veranstaltet? Fast als wolltet ihr unsere schönen Pläne ruinieren. Wolltet ihr das etwa? Nun, das werde ich jetzt unterbinden. Ich werde dich nun schlagen, kleiner Mann. Und zwar in einem letzten grandiosen Tanz. Und Musik, bitte. Yay, yeah. Und mit Musik gehen wir in diesen epischen Endgegnerkampf. Kryptovorstand D. Queen fordert uns heraus. Kapalores und Kapalores werden von Kryptovorstand D. Queen in den Kampf geschickt. Und an dieser Stelle verstehen wir es vielleicht so ein ganz klein wenig. Boah, was hab ich heute für ein Deutsch drauf? Warum wir die ganze Zeit Lutuzel und Lombreros als Gegner hatten, denn Kapalores ist die dritte Entwicklung, beziehungsweise ja, der dritte im Bunde. Die Weiterentwicklung von Lombrero und die doppelte Weiterentwicklung von Lutuzel ist demnach auch Pflanze und Wasser. Ja. Und hat ziemlich viel Verteidigung. Und jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, wieso haben die davor einen höheren Level gehabt, aber eine niedrigere Entwicklung? Ja, das liegt ganz einfach daran, dass Kapalores sich eben nur Lombrero sich nur zu Kapalores entwickelt, wenn man, ich glaube, einen Wasserstein verwendet. Ich glaube es. Es kann auch irgendein anderes Item gewesen sein. Also, ich glaube, es war ein Wasserstein. Und dann entwickelt sich's. Die beiden setzen Regentanz ein. Schon mal klug, dass es beide machen. Ja, Regentanz ist... Oh ja, Regengenuss von Kapalores füllt KP auf. Regentanz verändert das Spielfeld. Gibt ein paar Attacken, die das Wetter verändern können. Dazu gehört unter anderem eben diese Attacke. Na, wir gucken mal, ob Psi-Strahl vielleicht hilft. Nee. Das hatte ich ganz vergessen. Regentanz erhöht den Angriff von Wasserattacken, beziehungsweise schwächt Feuerattacken. Deshalb setzen wir jetzt einfach mal Kryptoschlag ein, und zwar auf schwächere, und hoffen, dass Psi-Strahl auf Kapalores... Nee, es wird ihn nicht töten. Das war dumm. Ich hätte ihn töten sollen. Ah, doch! Okay. Gute Sache. Ja, Kapalores wurde besiegt. Wunderbar. Und Regengenuss ist die Fähigkeit von Kapalores, die ihm erlaubt, wenn Regentanz ist, am Ende der Runde immer ein bisschen KP zu regenerieren. Ist natürlich ein starker Vorteil. Nur blöd, dass beide von ihnen Regentanz eingesetzt haben. Das ist echt blöd. Das kann man nicht anders sagen, weil sobald Regentanz einmal draußen ist, kann man nicht nochmal Regentanz einsetzen. Also, man kann es schon, aber es bringt nichts. Das Schwierige an diesem Kampf wird sein, dass viele der Kapalores eben Wasserattacken drauf haben, und Igelava wird in diesem Kampf definitiv mindestens einmal sterben. So viel können wir definitiv schon vorwegnehmen. Wir können das Risiko allerdings... Ja, wir lassen den Level 29er mal leben. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass er keine gute Wasserattacke drauf hat. Das wäre ja möglich. Und dann... Ja, das setzt mich dauernd Erstauner ein, komischerweise. Und noch komischerweise... greift es vor dem Level 30er an. Und Furio-Modus, oh mein Gott, ey. Soll ich den Furio-Modus lassen? Kratzfurio und ging daneben. Also momentan läuft es echt gut gegen die Queen. Ich hatte erwartet, dass wir beim ersten Kapalores schon, bevor wir das erste Kapalores besiegt haben, schon Igelava verlieren, aber das war ja zum Glück nicht so. Und Kapalores Nummer 2 dürfte jetzt auch eigentlich tot sein. Besiegt sein, tut mir leid. Ja, wunderbar. Hey, es klappt ja doch. Wunderbar. Und Psiana, ja, aber ihr merkt, wir kriegen trotzdem relativ viele Erfahrungspunkte. Also ist generell so, für Pokémon in der dritten Entwicklung oder in der letzten kriegt man sehr viele Erfahrungspunkte. Und egal, eigentlich ziemlich egal, wie stark sie sind. Also wenn das jetzt 10 Level höher wäre, dann würden wir auch nicht unbedingt sehr viel mehr Erfahrung bekommen. Im Vergleich zu Lutuzel bekommen wir allerdings ziemlich viel mehr Erfahrung. Also ich glaube, Lutuzel auf Level 40 würde ungefähr so viel geben wie Kapalores auf 30. Also das ist schon ein Unterschied, deutlich. Und ja, Kryptoschlag ist jetzt glücklicherweise auch ein Volltreffer öfter mal. Wir killen am besten mal das eine, und ihr merkt trotzdem, die Kapalores werden auch immer schwächer. Das ist gut, ich habe gedacht, die werden besser. Also ich hätte die Queen echt stärker in Erinnerung, aber momentan kriegen wir einen relativ gut klein, wollte ich sagen.
Und ja, gut, Absorber kennen wir bereits. Also bis jetzt hat echt noch keiner. Es hat noch keiner eine Wasserattacke eingesetzt. Ja, Rasierblatt, Pflanzenattacke. So ziemlich das Dämlichste, was man gegen Eevee Lava machen kann. Geht aber auf beide. So viel sollte vielleicht gesagt sein. Ist aber auch eine, wie gesagt, relativ schwache Pflanzenattacke. Volltreffer, ja. Eevee Lava killt sich mit dem Rückstoß, natürlich. Was will man machen? So, aber an dieser Stelle kommen wir jetzt zum letzten Pokémon von Liquine und das sollte doch hoffentlich mal ein bisschen stärker sein. Mogelbaum, oh mein Gott, er wechselt seine Taktik. Und ja, wir merken, Mogelbaum ist ein Krypto-Pokémon. Was ist Mogelbaum weiterhin? Es ist kein Pflanzen-Pokémon, wie man vielleicht denken könnte, weil es ein Baum ist. Nein, es ist ein Gestein-Pokémon. Das kommt jetzt eventuell ein wenig überraschend. Und dafür kann man euch wahrscheinlich dann auch keinen Vorwurf machen, wenn das überraschend kommen sollte. Wir attackieren jedenfalls das letzte Kapalores. Und danach konzentrieren wir uns voll darauf, dieses Mogelbaum zu fangen. Weil Mogelbaum ist ziemlich stark und aber auch schwierig zu fangen. Das sollte man vielleicht auch gesagt haben. Und wird wahrscheinlich Eevee Lava relativ schnell ausschalten. Ja, Volltreffer, ihr merkt es auch, hat auch viel Verteidigung. Und es ist Level 35, also ein Level niedriger als Psyana. Steinhagel, oh mein Gott, ja, das wird Eevee Lava killen. Eine Gesteinattacke, die mittelmäßig bis gut ist und glaube ich sogar auf beide geht. Also Eevee Lava ist jetzt schon mal, ja, und Psyana schon mal fast halb tot. Also ihr merkt, das ist kein Zuckerschlecken hier. Wir holen raus. Wen holen wir raus? Sollen wir jetzt schon Noctu bringen? Wir bringen jetzt schon Noctu, komm. Aus rein. Noctu habe ich mir extra hier ins Team geholt. Erstens, weil er eine hohe Verteidigung hat. Das Problem ist, ja, daran hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Wir haben, oh mein Gott, ja, wir haben zwei Vogel-Pokémon, nämlich Mantax und Noctu. Und beide haben Schwäche auf Gestein. Das könnte uns das Genick brechen, aber wir setzen einfach mal Hypnose ein. Weil wenn Hypnose klappt, dann ist der Kampf relativ einseitig. Und so will ich das eigentlich auch haben. Und das zieht hoffentlich nicht allzu viel. Boah, okay, heftig. Okay, und noch verwirrt. Komm, Hypnose muss klappen. Bitte, Hypnose, klapp, klapp. Nein, nein. Jetzt verletzt sich nicht selbst. Es verletzt sich selbst. Oh mein Gott, so. Jetzt kommen wir an eine Situation, die ich vermeiden wollte. Ich will kein Krypto töten. Vor allem nicht von einem Vorstand. Liquine ist ja ein Vorstand, denn die sind relativ schwer zu fangen. Aus diesem Grund nehmen wir jetzt drastische Maßnahmen und setzen den Hyperball ein. Den besten Ball, den wir bis jetzt haben und auch den besten Ball, den es so ziemlich im Spiel gibt. Und der einzige, also der nicht einzigartig ist. Es gibt tatsächlich noch den Meisterball, der in jedem Falle ein Pokémon fängt. Den bekommt man allerdings nur einmal im Spiel. Den sollte man aus anderen Pokémon-Teilen auch kennen. Und ich hoffe, nee, das war klar. Mogelbaum ist einfach viel zu heftig, als dass wir ihn so schnell fangen könnten. Und wenn es sich jetzt nochmal selbst verletzt, ist es, glaube ich, tot. Nee, oh, Fußkick, gut, gute Sache. Da soll's, okay, Noctu, okay. Fußkick ist eine Kampfattacke, die relativ gut ist. Sollte gegen Vogel eigentlich nicht sehr effektiv sein. Allerdings ist Noctu, glaube ich, auch noch als zweiter Typ normal. Und deshalb, gegen normal wäre es ja sehr effektiv, deshalb ist es dann wieder mitteleffektiv. Ja, genau. Ich wollte jetzt nicht noch einen Hyperball einsetzen, weil es hat ja eben nicht geklappt und ich hoffe, dass Hypnose einfach klappt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wenn Hypnose klappt, dann ist die Erfolgswahrscheinlichkeit sehr hoch. Wenn sich allerdings noch einmal vor Verwirrung selbst verletzt, dann... ja, das war klar. Superbälle sind jetzt nicht das A und O hier. Ja, Hypnose klappt, ich glaub's nicht. Yes! Bam! Haust rein! Okay, jetzt haben wir eine sehr gute Ausgangsposition. Der Gegner hat im roten Bereich KP, es schläft und ist zudem noch verwirrt. Ich weiß nicht, ob die Verwirrung da jetzt irgendwas noch ausmacht. Können wir mit Noctu noch irgendwas einsetzen? Okay, wir können Reflektor einsetzen. Das ist mehr oder weniger sinnvoll. Wenn wir, jetzt setzen wir Hyperball ein, komm. Wir haben sie, wir setzen sie ein. Das ist, muss. Wir könnten... Im Zweifel, wenn es gar nicht mehr klappt, könnten wir mit Psyana sogar noch einmal Sternschauer einsetzen. Denn Sternschauer zieht erstens ganz wenig. Komm, 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 komm. Ja, ja, Mogelbaum gefangen. Ist das geil. Meine Fresse. Und ich hoffe, die Aufnahme klappt. Ansonsten beiß ich mir in den Arsch. Ich bin aus dem Takt. Nein, das hätte nicht passieren dürfen. Und damit haben wir die Queen besiegt. Oh, ich... Mein Tanz, aber denkt nicht, dass ihr damit durchkommt.
Irgendwann werde ich euch meinen grazilen Schlitten garantiert von der Tanzfläche fegen. Der Krypto-Pokémon-Plan ist noch längst nicht am Ende. Vorrang bitte, ich bin weg. Und er haut ab. Was für eine feige Sau. Und mit seinen vier Kapalores im Schlepptau. Lusel, Lusel! Sozi, hast du das gehört? Das ist bestimmt Plusle. Oder Plusel. Plusel, ihr nennt's Plusel. Das kam von der anderen Seite dieser Tür. Okay, wir sammeln an dieser Stelle aber erstmal hier das Item ein. TM49, das dürfte, wenn mich nicht alles täuscht, Regentanz sein. Ne, Übernahme, okay. Stiehlt die Effekte der gegnerischen Attacke. Okay, gut, das nehmen wir so hin. Da hinten sehen wir schon unser Plusle oder Plusel. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt. Und hier geht es ansonsten auch nicht wirklich weiter. Deshalb retten wir jetzt das Plusle oder Plusel. Plusel. Und Machoband. Machoband, ein Item, das... Keine Ahnung, wir gucken es uns an. Machoband. Was, wir haben nur so wenig Items? Achso, geht nach oben noch weiter, gut. Fördert Wachstum, aber senkt Init. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Fördert Wachstum. Das ist die Passage, die ich nie verstanden habe. Wenn jemand weiß von euch, was das heißen soll, fördert Wachstum. Heißt das, dass Pokémon sich früh entwickeln? Das kann ich mir kaum vorstellen. Also, sagt's mir bitte. Ich habe keine Ahnung. Lusel, Lusel. Sozi, Plusel? Sozi, du bist okay? Und da ist ja Plusel. Lusel, Lusel, Lusel. Oh, wie süß. Die Queen konnte zwar fliehen, aber diese Gegend wird bald wesentlich sicherer sein. Wirklich, Grand, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ist schon gut, Slam. Wir sind alle in Sicherheit und damit können wir doch zufrieden sein, oder? Und Sozi hat die Queen aus der Stadt verjagt. Lusel, Lusel. Was ist denn, Plusel? Plusel, hast du Hunger? Du hast sicher Hunger, was? Nun, Sozi, zunächst einmal sollten wir aus dieser muffigen Höhle verschwinden. Nein! Danke, Sozi, wirklich herzlichen Dank. Es ist schon eine schreckliche Vorstellung, dass Plusel um ein Haar zum Krypto-Pokémon geworden wäre. Ist ja mal gut gegangen, Papa, nicht wahr, Plusel? Lusel, 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 Lusel. Was? Was ist denn los, Plusel? Plusel? Was ist... Ja, was denn? Was denn? Ach so, ich verstehe. Sozi, willst du unser Plusel nicht auf deine Reise mitnehmen? Ich glaube, mein Plusel würde dir gerne ein wenig helfen. Lusel, Lusel, Lusel. Ja, ja, du hast recht. Du wirst auch nicht... du willst auch nicht, dass diese Verbrecher ungestraft davonkommen. Klasse, noch ein tapferes Pokémon in unserem Team. Also dann, Sozi, pass gut auf Plusel auf. Yay, Plusel wurde auf den PC übertragen. Ich werde in Erfahrung bringen, wer hinter die Queen die Fäden zieht. Und wenn ich etwas erfahre, werde ich mich sofort mit euch in... Natürlich, Sozi, ich muss dich noch fragen, nach der Nummer deines PDAs fragen. Sozi gibt Grand die Nummer seines PDAs, ja. Perfekt, ich werde dich informieren, sobald ich etwas erfahre. Yay, und damit ein weiterer Verbündeter auf unserer Seite. Und ja, ich würde sagen, wir haben viel erreicht. Das Blöde ist, wir haben nur in die Queens Versteck die Akte vergessen. Die Culpa-Akte. Ich werde eventuell offscreen nochmal hingehen. Das Problem ist, eventuell werde ich ganz viele Gegner besiegen müssen deswegen. Das ist blöd. Das können wir aber, glaube ich, nicht vermeiden. Also, was heißt, wir können es nicht vermeiden. Entweder, ja, ich glaube, ich scheiß auf die Akte. Ganz ehrlich. Also, nee, genau, wir können es auch nicht machen. Schwierige Sache. Ich kann es euch eventuell, ich kann es euch vorlesen. Wir, heilen nochmal. Ich kann es euch eventuell, nochmal besorgen, was da steht, aus dem Internet, und dann kann ich es bei der nächsten Folge vorlesen. Wir können diese Akte aber an dieser Stelle jetzt nicht mehr einsammeln.
Ich kann es probieren, aber ich glaube, wir müssen dann wieder gegen alle kämpfen. Naja, wie gesagt, wir haben viel geschafft und ich hoffe, es hat euch mal wieder Spaß gemacht, mir in jedem Fall und danke fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.